Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen heute aus Lahnstein. Wir möchten euch gerne den Wohnmobilstellplatz am Kränchen vorstellen, der sich direkt an der Mündung von der Lahn in den Rhein befindet. Ja, ja, also ein zauberhaft wunderschöner Platz, muss man schon mal sagen. Auf jeden Fall. Man hat Blick auf die Burg Stolzenfels. Man hat fast Blick auf die Burg Lahnstein. Man kann an der Lahn entlang laufen, radeln, egal was. Man kann sich ja doch ein Bootchen mieten und mal ein bisschen auf der Lahn rumpaddeln. Man kann natürlich am Rhein, weil es ist ja die Mündung hier von der Lahn in den Rhein, wie Leni schon sagte, am Rhein entlang spazieren. Man kann Radfahren am Rhein bis Koblenz, 7 Kilometer, ruckzuck ist man da. Nach Baubach in die andere Richtung, waren es glaube ich auch nur 7 Kilometer oder was. Ja, ich glaube ein bisschen mehr, aber es macht nichts. Also alles, was man am Rhein machen kann oder an der Lahn, kann man hier machen. Richtig. Absolute Empfehlung von uns. Erstmal natürlich ein Besuch in Koblenz. Da gibt es auch einen Stellplatz. Wem der zu teuer ist, der hat hier auf jeden Fall eine gute Ausweichmöglichkeit. Man kann hier wohl auch Plätze reservieren. Da müsste man dann anrufen oder mal im Internet gucken. Aber es steht hier auf dem Informationsschild drauf. Und was ihr auch unbedingt machen solltet, wenn ihr hier seid, ihr könnt hier immer an der Lahn entlang bis zur Ruppertsklamm marschieren. Und könnt dann durch die Ruppertsklamm laufen. Das ist ein Rundwanderweg, dauert etwa 2 Stunden. Ihr solltet gut zu Fuß sein, aber es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Der Platz hier hat 60 Stellplätze auf Rasenschotter, glaube ich, so nennt man das, ist parzelliert, man hat ein bisschen Platz. Es ist ja schon, okay, ja, also auf vom Platz Fall. Her. Auf jeden Fall, ja, es ist schön abgetrennt, die haben lauter kleine, kleine Koniferen gepflanzt, immer so zur Begrenzung. Ja. Es ist schön, Stromsäulen überall. Stromsäulen gegen Gebühr, ja, genau. Toiletten sind da, manch einem sind ja Toiletten wichtig, die sind hier im Moment zwar geschlossen, entweder wegen Winter oder wegen Corona, das wissen wir nicht, aber sie sind da. Wir bezahlen am Automaten 11 Euro die Nacht. Ganz einfach eigentlich, ja. Ja. Super. Also absolut gut gelegen. Man ist hier schnell von der Autobahn aus hergefahren. Wie gesagt, man kann hier wunderschön spazieren gehen. Minigolf ist auch da. Restaurants überall, wo man guckt. Ein ganz tolles, altes, historisches Gasthaus direkt an der Lahn. Da ist Goethe schon abgestiegen. Also langweilig wird es ihr hier euch auf keinen Fall. So. Nein, ganz bestimmt nicht. Nein. Ihr könnt das hier auch als Teil einer ganzen Rhein- oder Lahn-Tour nutzen und dann hier eben auf dieser Tour stehen bleiben. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Schatten ist, glaube ich, nicht so sehr, aber es sind ringsum viele Bäume. Es ist übrigens ein Traum auch für Camper mit Hund, weil man eben hier so toll spazieren gehen kann. Es ist eine Wiese direkt nebendran. Also für Hunde auch super. Ja, auf jeden Fall. Schon. Also ja. Clara fühlt sich wohl. Ja, und Radfahrer halt. Also ja. Ja, meistens hat man ja ein Fahrrad dabei und man kann hier wirklich traumhaft Rad fahren. Ja. Ja, und die Lahn ist immer einen Besuch wert und der Rhein sowieso. Ja. Von daher würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, kommt unbedingt mal hier vorbei. Vielleicht sehen wir uns dann hier und dann einfach laut winken und dann können wir einen kleinen Schnack halten. So. Genau. Gute Fahrt, schöne Reise und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss.